Also, Jesus Christ. Okay, so. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit den zwei Girls. Noch nie in dieser Kombi, glaube ich, gehabt. Nee, noch nie. Wir sitzen in Chrissy. Oh nein. Chrissy hat ihren Führerschein und deswegen werden jetzt Mukbangs mit den zwei auf jeden Fall kommen. Geht dein Licht irgendwann aus oder bleibt es? Nee, ich kann es anlassen. Okay, geil. Und wir waren jetzt gerade bei Maggis, haben uns fett was gegönnt und jetzt talken wir über irgendwelche Fragen, die ihr mir auf Insta gestellt habt. Ja, was machen wir, wenn die scheiß Fragen gestellt haben? Ja, dann haben wir jetzt ein Problem, ne? Dann haben wir jetzt kein Video. Ja, okay, sorry. Mein Rauch funktioniert nicht. Mach mein Auto nicht dreckig. Alter, es ist zu viel. Ich komme nicht drauf klar. Wer hatte so einen Cheeseburger oder sowas? Sarah. Bist du langweilig? Wie bist du? Was brauchst du noch? Oh mein Gott. Brauchst du Mayo oder sowas? Ja, ich hatte Mayo. Ich hatte auch Mayo. Christian, hattest du Ketchup? Hatte ihr Mayo? Hm. Ich suche Fragen raus und dann essen wir und beantworten wir. Ja. Okay, Girls? Nee, ich habe gedacht, wir suchen Fragen raus. Ach komm, Sarah. Ach komm einfach. Wenn du auf Klo bist, was machst du als erstes? Anziehen oder spülen? Was macht ihr als erstes? Anziehen oder... Das war mein Salat! Ich esse ihn trotzdem. Dein Auto ist das sauberste überhaupt. Ja, jetzt nicht mehr. Unterschiedlich. Hm? Ich ziehe als erstes an und spüle dann. Ich auch. Ich glaube, dann würde ich es vergessen. Also zu Hause vergesse ich es auch öfters mal, wenn ich ehrlich bin. Spülen? Ich jetzt? Mhm. Ja, auch hab ich nicht. Echt nicht? Mhm. Manchmal laufe ich raus. Ja. Manchmal laufe ich raus und denke, so habe ich schon gespült. Ja, und dann guckt man nochmal und dann hat man meistens gespült oder nicht. Geht ihr unter der Woche feiern oder nur am Wochenende und bei der Klausurenphase? Mhm. Gehen immer feiern, wenn Club ist. Mhm. Eigentlich schon, ja. Also immer wenn es 16er war, jetzt sind die 2,18, jetzt bin ich alleine. Geh nie wieder eine scheiß 16er, es tut mir leid. Für alle, die 16 sind. Okay, mit 16 habe ich es auch gefeiert, aber jetzt mit 18 ganz kritisch. Wie war euer erster Liebeskummer? Ich hatte noch nie richtig Liebeskummer. Liebeskummer, scheiße. Da hat man wirklich richtige Schmerzen. Hm? Ich hatte auch noch nie richtig. Aber so richtige Herzschmerzen. Aber ich finde, jeder muss mal durchmachen, weil das ist auch so eine Erfahrung. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und jeder hatte noch nie Liebeskummer. Ich kann da null drüber reden. Ja, pass auf, wenn du mal hast. Da hast du so, also noch Geburtstag nicht passiert, aber man hat wirklich Schmerzen im Herz, also wirklich jetzt. Kein Flex. Ich kann mir vorstellen, ist das so ein Drücken auf dem Herz. Mhm, das tut richtig, also es tut wirklich weh, dass du schon psychisch auch so denkst, so irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht gut. Wie lange kennt ihr euch? Mhm. Wann bist du zu uns in die Klasse gekommen? Zweite. Also Christina kennen wir beide seit der zweiten Klasse. Ja. Und Sarah und ich kennen uns seit dem Kindergarten. Ja. Tragt ihr viele Marken? Noch andere Frage, findet ihr Markenklamotten wichtig? Mhm. Oder achtet ihr bei Menschen darauf? Ich trage auch Markenklamotten. MissNikiKinderschop.de, der hottest Merch in the game. Also, ich interessiere mich halt dafür. Deswegen trage ich es auch. Und bei Jungs, oder meinten die das jetzt, ob man darauf achtet? Ich glaube allgemein einfach. Also ich achte nicht drauf. Also für mich kann auch ein Mensch, muss nicht sein, aber ich trage es halt gern, weil ich mich auch dafür interessiere und sowas. Auch wenn immer eine neue Kollektion gedroppt wird, wie eine neue Michael Kors-Kollektion. Da gibt es gerade Sale in Metzingen, also falls ihr eine Michael Kors habt. Halt Ich finde, wenn es mir jetzt gefällt, so dann okay. Aber ich würde jetzt nicht danach gezielt suchen. Ich auch nicht. Also zum Beispiel, ich trage voll viel Nike-Schuhe und Adidas und so. Aber irgendwie gefallen die mir auch. Aber ich finde bei Schuhen... Für mich ist Nike und Adidas keine Marke. Sondern für mich sind dann eher so die großen Sachen, so wie Philipp Lein, Gucci Versace, Calvin Klein, sowas sind für mich Marken. Weil Adidas und Nike sind alles so Mainstream. Das ist gar nicht so, Junge. Ich bin bei Calvin Klein mit 120 Euro rausgelaufen für Gelbeutel und Tasche. Das geht voll. Ich finde aber auch H&M und so hat geile Sachen. Mhm. Klar kaufe ich auch bei H&M. Also Geldscheiße habe ich und auch ist so. Ja, wer hat schon diesen Geldscheiße? Also ich finde Marke null wichtig. Und wenn jemand sagt, hey, ich will kein Geld für Markensachen ausgeben, go for it, Alter. Wer braucht das schon? Aber für mich sind Adidas und Nike keine Marken, sage ich euch ehrlich. Das ist für mich schon so Mainstream wie H&M-Laden. Das hat so eigentlich fast jeder. Das trägst du eigentlich immer. Ja, aber stimmt. Name ist Name irgendwo. Ja, aber das ist für mich keine Marke. Weißt du, was ich meine? Ja, aber nichts Besonderes mehr. Ja. Ich habe halt auch keine richtige Marke. Ich habe jetzt mir eine Tasche, das habe ich dir erzählt, das erste Mal meine Tasche gekauft, das ist Calvin Klein. Ich habe noch von vor 3 Jahren eine Michael Kors Uhr und das war's dann an der Stelle. Ja, ich habe schon viele Marken, das sind auch teure. Und noch. Können Mädchen und Boys auch nur befreundet sein? Ja. Überleg mal, wie leicht ich zum Beispiel mit Laurus oder Patty schon befreundet bin. Kommt drauf an, wie eng befreundet. Mit jedem Typen, wo ich bisher so war, also so richtig gut, habe ich was entwickelt.
Nee, ich nicht. Entweder ich habe es dann abgebrochen oder es ist halt kaputt gegangen. Oder es ist halt daraus eine Beziehung geworden. Aber irgendwie bei mir Freundschaft führt immer auf das Ende. Ich habe ganz viele Boys, mit denen ich schon über Jahre lang eine Freundin bin, muss ich ehrlich sagen. Hm. Und ich glaub, das war nie schon so ein Thema meistens. Weil ich habe eh mehr männliche Freunde, glaube ich, als weibliche Freunde. Das wäre mir auch so. Und deswegen ist, glaube ich, auch... Verstehst du dich besser mit Jungs oder mit Mädels? Ich finde, es kommt drauf an. Eigentlich gerade so eher mit Mädchen, aber früher mal eher mit Jungs. Wenn wir gerade beim Thema sind, Jungs, das ist die Frage wohl. Pass auf. Ich habe mich jetzt gefragt, so, weil ich habe ja gerade Kontakt mit älteren Jungs, so, wisst ihr, was ich meine? Ja. So, 21, sagen wir jetzt einfach mal das Alter. Und da frage ich mich so, sage ich Junge oder sage ich Mann zu ihm? Oh mein Gott! Das ist so komisch, weil ich frage mich halt so, okay, sag wenn Mann. Einer auf eigenen Beinen steht, also schon Geld verdient, fertig mit Ausbildung, das, alles so, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Sag ich dann, und auch schon so vom Denken eigentlich her reif ist, sag ich Mann oder Mann, Junge? Aber irgendwie sagt man trotzdem noch Junge. Und sag ich auch ab 18 Mann oder Junge? Oder sag ich das sagen, einfach, weil wir Jungs sind, sagen wir Junge zu denen? Mhm. Ich weiß es auch nie, ohne Scheiß. Ich hab zu Marcel mal Junge gesagt, er so, Junge, und ich so, Mann. Sorry. Aber irgendwie, für mich ist alles Junge. Weil ich mich selber noch so jung fühle. Aber eigentlich, ich finde so ab 20 ist man ungefähr ein Mann. Ja, ab 20, da hast du halt die erste Zick so hinten dran. Ja, außer weißt du, so, dieser Kopf ist immer noch bei 10 geblieben. Dann ist es noch ein Junge. Also ich sehe es, das finde ich ganz schwer. Sagt mal, was ihr dazu von haltet. Schreibt es in die Kommentare. Ab in die Comments. Peinlichste Sache, sagt mal jeder von euch was, was ihm ganz peinliches passiert ist. Das McMaggis. Sollen wir die Maggis-Geschichte erzählen? Ja, lass mal die Maggis-Geschichte erzählen. Das ist okay. Ein gemeinsames peinliches Erlebnis. Sarah fängt an, ich mach weiter, bis sie beendet das Ganze. Ja, Nicole hat damit angefangen, deswegen musst du als erstes sagen. Okay. Wir sind zu Maggis gegangen, wie jede Woche. Wie jede Woche. Gefühlt, seitdem ich meinen Führerschein habe, gehen wir jeden Tag zu Maggis. Ohne Scheiß. Nee. Wir waren nochmal bei Subway. Ja, okay. Und dann sind wir halt rausgelaufen und ich schaue in so ein Auto rein. Man muss sagen, es war eine, war es ein Audi oder ein BMW? Also schon eine große Karre, die auch es war, glaube ich, ein schöner Audi. Wo man echt Auge drauf machen war's kann. War es nicht so schön, aber es war halt ein Auto, ne? Und dann stand so ein Instagram-Name am Fenster und ich klotze halt wie so eine Gestürte rein. Man muss sagen, dass drei Parkplätze weiter so eine Jungsgruppe stand. Ja, so ein paar Typen standen da und ich laufe weiter. Und ich dachte, da drin saß einer, sagst du zu sagen, oh mein Gott, so peinlich. Ich schau da so ins Auto rein, schau da so ins Auto rein und da ist ein Typen drin, aber da waren dann keine drin. Auf jeden Fall laufen wir weg und ich habe Sarah das halt erzählt, dass da Instagram-Name drauf stand und dann kam Sarah ihr Part. Jetzt Sarah, du dann darfst. Dann standen wir mitten auf dem Parkplatz und ich so, wie erbärmlich kann man eigentlich sein, dass man damit rumfährt? Und die Typen, ich weiß nicht, in dem Moment haben sie, glaube ich, zu uns hergeguckt, auch gib mal eine Pommes. Die haben es halt genau gehört. Gib mal Pommes. Ich habe gedacht, die geben mir so eine Pommes. Und dann bin ich schnell eingestiegen, weil ich gemerkt habe, dass sie es gehört haben. Und der eine Typ ist dann extra noch zu dem Auto hingegangen, um zu zeigen, dass es auch sein Auto ist. Ja, Chrissy, erzähl du weiter. Und dann ich so zu Chrissy, fahr schnell und weg. Und guck ja nicht ab. Auf jeden Fall sind wir dann losgefahren und dann haben die uns voll angelacht und dann noch so uns gewunken. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann den noch zurückgewunken und Melissa, glaube ich, auch. Einfach so. Weil wenn die uns schon so dumm anwinken, dann halt zurück. Ich habe die angeguckt und weggeguckt und Melissa so, der hat dir gewunken. Das war so peinlich. Unser ganzes Auto hat, glaube ich, gewackelt, weil wir alle so gelacht haben. Wir haben so laut gelacht. Also, vor allem, wir konnten uns gar nicht mehr einkriegen. Ja, das war schon funny. Ich glaube, so im Nachhinein klingt es voll langweilig. Aber es war voll krank. Du bist eine echt langsame Esserin. Ja, schon. Meine Pommes sind ja mal arschkalt. Mhm. Oh, scheiße. Mir sind eher so Sachen peinlich, die andere machen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn sich jemand anders daneben benimmt. Dann ist mir mehr peinlich, wie wenn ich was mache. Wisst ihr, was ich meine? Ja, dann sah ganz laut und lacht, wenn alle still sind. Hm? Peinlichster Moment ever, kein Scheiß. Was denn? Wenn du lachst so eine laute Lache und alle sind leise. Und wenn du dann lachst, dann ist es vorbei. Nein, das ist echt peinlich. Aber dann lacht auch jeder mit. Stimmt, weil es einfach unangenehm ist. Dann lacht man sich aus der Situation raus. Nee, mit wie vielen Jahren wart ihr das erste Mal richtig feiern? Richtig feiern? Also im Club halt. Ja, mit 16. Wow, mit 16, früher kannst du ja nicht rein. Ich war auch schon mit 16 in der Wart ihr direkt, als ihr 16 wart, oder ein paar Wochen, Monate später? Ich glaube, ich war vier Wochen danach gleich in Kalea. Ich glaube, nicht direkt danach. Und zwei, drei Wochen ich später. Zwei, drei Monate später. Ja, ich glaube, bei mir war es auch sowas. Normal, jeder geht schon mit 15 irgendwie in den Club. Ja, okay. Wir haben auf 15 war ich auf Weintag zum Beispiel. Ja, okay, aber
Mein Tag das nennt sich Club. Krass, aber dafür war ich mit 16 am One und so, also schon auf 18er Partys. Mit 16. Hä? Ich war in Frankfurt eine 18er Club. Da war ein Stripper. Viel besser. Da lässt sich jeder in Ruhe. Ja. Menstruationstasse schon mal probiert. Mm-mm. Nein, mein ich auch nicht. Würde ich auch nicht machen. Wieso nicht? Ich finde es irgendwie komisch. Ich finde es übel interessant, Alter. Ich dachte, jetzt können wir voll darüber talken. Ich dachte, ihr seid auch bestimmt voll dafür. Nein. Nein. Ich würde es voll gerne mal ausprobieren. Ich habe Angst vor dem Ding. Mhm. So geht's mir auch. Ich halte davon nichts. Denkt ihr, das tut weh? Ja. Wenn man das da rein tut? Ich glaube schon. Kommt drauf an, wie ausgeweitet du unten bist, denke ich mal. Ja, wenn du keine Jungfrau mehr bist, dann bist du halt schon ein bisschen gedehnt unten. Kommt drauf an, wenn du Jungfrau bist, dann ist halt nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja. Oha. Wenn du keine Jungfrau mehr bist, aber ein paar Monate keinen Sex mehr hattest, dann dominiert, dass du da easy alles reinbekommst. Aber trotzdem vielleicht noch mehr als eine Jungfrau, wisst ihr was? Lass mal ausprobieren, Alter. Wieso bist du noch Jungfrau? Safe. Oh. Was ist eure größte Angst? Alleine zu sein. So eine ganz große Angst habe ich nicht, aber ich habe halt Angst vor Höhe. Was ich sagen, aber so eine keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Weißt du? Gefühlisch oder so. Gefühlisch, ja schon, dann auch alleine sein irgendwie. Bei mir ist es zu versagen. Ich kann nicht versagen. Das auch. Ich kann nicht versagen. In deinem Sternzeichen so. Ja, du bist halt so ehrgeizig und sowas. Geile Scheiße. Ich bin auch so stur, was das angeht. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann das alles alleine, denke ich zumindest mal. Bestimmt. Ja, das probiere ich auch meistens. Und scheiße, diese Charaktereigenschaft. Hattet ihr schon mal das Gefühl, dass ihr euch selbst fremd seid? Also, dass ihr euch selbst nicht kennt oder nicht selbst wisst, wer ihr seid. Ja, vor meiner Theorieprüfung, Junge. Weil ich hatte so Angst, ich hatte Angst wegen meiner FÜG damals zu versagen. Die meinen, glauben nicht so ein Gefühl. Mhm, ich glaube auch nicht. Doch, da habe ich mich auch nicht mehr selber erkannt, weil ich so aufgeregt war. Mhm. Da wusste ich gar nicht, was mit mir los ist, weil ich mich einfach so nicht kenne. Ich glaube, so hast du schaust in den Spielen, denkst dir so, das bin mach's ich. Mach nochmal, du hast voll genuschelt. Ich bin gerade was, ja. So sehr. Oh, wie lange habe ich hier schon? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, Ich glaube, die meinen sowas, wenn du in den Spiegel schaust und du denkst, das bin nicht ich. Wer ist das also? Ich glaube, die Phase machst du in der Pubertät oft durch. Ja. Ja, ich glaube, die macht jeder aber auch durch. Mhm. Seid ihr auch so satt? Mhm. Unnormal satt. Ich stopfe das gerade noch rein. Ich habe keinen Bock mehr. Mein Mischek ist jetzt warm. Mit wem hattet ihr erstes Mal ein Junge, hau mir jetzt hier so Patrick Schröder. So was, weißt du? Stell dir vor, wir jetzt alle so vor und nach sagen. Okay, Grüße gehen auf jeden Fall nicht raus. Was mögt ihr am meisten und am wenigsten an dem anderen? Oh, lass eine Runde machen. Ja, was noch mal? Schon. Was ihr am meisten und am wenigsten an anderen mögt? Sarah, darf ich bei dir anfangen? Ich kenne dich so lange, da fallen mir 1000 Dinge rein, okay? Also was ich nicht mache. Hey, erst mal ganz kurz. Ich finde, man achtet viel zu oft auf die negativen Dinge. Das ist übel schade. Ich finde, bei solchen Dingen, was man gut an einem findet, ist manchmal viel, viel schwieriger. Nee, ich sag oft bei manchen Leuten, was ich gut an ihnen finde. Ich nicht, ich bin voll negativ. Ich sage auch mittlerweile voll oft, dass ich manche Leute voll lieb habe, weil ich halt weiß, wie schnell deine Freunde auch weg sein können. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Und wie schnell allgemein alles so vorbei sein kann. Mhm. Also ich fange an. Kann jetzt aus der Autotür rauslaufen, da fährt ein Auto hin und da bin ich tot. Wir sind auf dem Parkplatz. Nein, wir sind zwar auf dem Parkplatz, ja, aber... kann ja ein Auto einparken rückwärts und mich nicht sehen. Alles klar. Genau. Und dann bist du tot. Ja. Park mit 100 km/h ein. Ich Negative. Jetzt kommt das, dass du so laut gerade lachst. Junge, warte, nee. Darf ich kurz meinen BH richten? Okay, darf ich ehrlich sein? Ich mache so leichte ADHS-Aufmerksamkeitsstörungen. Ganz schön. Da muss ich schon weggeben. Gell? Ja, schon ich sag aber auch ganz oft immer so, wenn ich so, also ich habe zu meinem Ex-Freund ganz oft gesagt, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit. Du kannst machen, was du willst, aber ich brauche jetzt Aufmerksamkeit. Das ist irgendwie nicht drin. Aber jeder braucht es und ich zeig's halt offensichtlich. Ja. Manche zeigen es nicht, aber warum sollte ich mich verstecken? Ja, bei dir ist es noch irgendwie sympathisch, weil du es zeigst. Bei dir ist es noch lustig. Ja, genau. Das ist aber das Negative. Und das Positive ist, Sarah macht irgendwie immer gute Laune. Also jetzt das kein stimmt. Scheiß. Sarah, egal, es ist außer sie ist im Club und sie hat gar keinen Bock auf die Musik. Dann ist der Mut einfach Ende. Vorbei. Du solltest dich eher von ihr entfernen. Aber ansonsten. Letztes Mal Club, sie bewegt sich einfach nicht, ne? Steht mir einfach im Weg. Wenn dann diese ganzen 16-jährigen pubertierenden, schweißgebadeten Kinder auf der Tanzfläche sind, so einen Kreis machen, die ganze Zeit meinen, sie müssen hochspringen, die ganze Zeit versuchen, dich anzurempeln, anzugeiern, anzufassen und dann einfach aufdrehen wie keine Ahnung was. I'm sorry, aber darum habe ich keinen Bock. Und dann kommt noch so scheiß Ufo-Musik. Dann lassen wir sie wieder reden. Dann kommt noch so scheiß Ufo-Musik. Nee, ich war schon immer reif für mein Alter, muss ich ehrlich sagen. Oh. Alles fangen! Alles fangen!
Negative bei dir? Ich habe Angst. Manchmal traust du dir nicht so viel. Das dann hast du keine eigene Meinung. Das ist das Negative. Du musst noch mehr aus dir rauskommen. Das ich sage ja ADHS in Kriegen. So. muss ich noch ein bisschen manchmal rauskommen. Ja, das Positive an dir, du bist übel zuverlässig und hilfsbereit. Wenn ich Christi schreiben würde, Christi, bei dir liegt mein Puder. Ich habe zwar noch 5 zu Hause, aber bei dir liegt mein Puder. Christi wird hochjoggen. Nein, joggen innerhalb von 10 Minuten. Laufen. Laufen. ist das Gleiche. Beziehungsweise ich würde fahren. Das ist so, oder ich leih dir mein T-Shirt aus, so denk mir so, ey, lass dir Zeit, ne? Paar Tage später hast du gewaschen, kriegst du wieder zurück. Das ist krass. Sogar gebügelt. Und das war davor halt nicht mal gebügelt, so. Das ist krass bei dir. Bügel ich auch ein T-Shirt? Nein, aber meine Mama. Bei Nicole? Das Negative. Das Negative. Oh, ganz kurz, ich habe gerade ein bisschen Schiss. Es gibt viele negative Seiten. Manchmal habe ich Angst, dass die auch negativ sind. Ganz kurz. Das Negative, was hast du so krass negativ? Darf ich das Positive dann zuerst machen? Nee. Es ist negativ. Dann sag du, du erst negativ. Oh, wie süß, mir fällt nichts ein. Mir fällt wirklich gerade nichts ein. Okay, aber das kommt voll dummerlich des Tags. So, du bist halt manchmal so, weißt du, du wirkst nach außen, manchmal so rein. Ja. Und in gewissen Sachen denke ich mir so, Nicole, bist du gerade 13 oder was ist los mit dir? Weißt du, was ich meine? Ich bin und dann ist das dieses Kind, Ding halt, dass du dich von anderen Sachen manchmal so beeinflussen lässt und dann in andere Sachen umgehst. Weißt du, was ich meine? Rumrotierst, dass du dir viel abguckst. Ja. Und das stimmt. Dann auch auslebst. Und wo ich mir so denke, Nicole, mach mal deine Augen auf. Mhm. Das ist nicht so gut. Ich weiß, was du meinst. Du weißt auch, in welchem Zusammenhang haben mich gesagt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Thema fuckt mich aber ein bisschen ab. Aber ja. Ich weiß, aber das halt, wir haben nach negativen Eigenschaften gefragt. Ja. Positiv. Positiv, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Ja, positiv, auf jeden Fall finde ich bei Nicole, dass sie immer mega zielstrebig ist. So. Wenn die was vor Augen hat, dann macht sie das Motivation. So. Das stimmt. Ja, meistens. Wenn du es halt wirklich willst, so. Meistens. Das liegt in meinem Sternzeichen. Ich kann sowas nicht. Wisst ihr, was ich meine? Sagst du das gleiche negativ wie sie? Oder hast du was noch? Und ich habe auch. Nee, negativ habe ich nichts mehr, aber mir fällt noch was Positives ein. Oh, und zwar, Nicole ist ein Mensch, die ist zu jedem nett. Die ist wirklich zu jedem lieb. So. Das ist krass. Naja. Jetzt halt dein Maul. Doch schon. Wenn du so reinkommst und dann du niemanden kennst, dann bist du trotzdem nett, obwohl du. Weißt du, was ich meine? Achso, du meinst, dass ich keine Vorurteile habe? Ja, genau. Ja, das habe ich aber nicht, weil voll viele gegenüber mir Vorurteile haben. Und ich möchte manchmal so Bitch, die ein bisschen schocken. Weil manche denken dann, ich bin so arrogant, dann will ich genau das Gegenteil sein. Guck mal, wie oft du in der neuen Klasse gehört hast, dass alle dachten, dass du voll arrogant wärst. Naja. Positives. Ich finde es cool, dass du immer für einen da bist. Weil wenn ich so meine Self-Issues habe und sie dir erzähle, dann sagst du immer so, ja, okay Sarah, wir packen das jetzt zusammen an. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so süß. Und das ist so das Ding so. Leute, ich finde das gerade voll süß. Anti-Mobbing-Kreis. Ich sage auch schnell zu Chrissy, ich finde auch, dass du das gleiche wie Nicole, dass man einfach keine eigene Meinung haben kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß es. What the fuck? Was ist los? Komm, Polizei! Das ist da dann. Was? Was? Ach, Musik, ich dachte wirklich Alter, da. Alter, das ist ja, man denkt, er kommt hier und hier in der Nähe. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier ist. Keine Ahnung, was er draußen nachts macht hier. Ja. Und positiv ist auch, finde ich, dass du bist so organisiert, habe ich manchmal immer so unnormal organisiert. Ja, kommt drauf an. Ordentlich organisiert, krass. Und ist auch hilfsbereit. So. Meine Mama sagt, Nicole, alle, wie oft die dich nach Hausaufgaben gefragt hat. In der Realschule. Lernzettel? Das Gymnasium noch nicht mitbekommen. Ich spreche die Zusammenfassung. Ja, Standard. Zu Sarah. Auf jeden Fall ADHS, das schreibe ich und ja, aber das ADHS ist nichts Negatives, doch, weil das ist einfach lustig. Ja, okay. Und ich kann auch ruhig sein, das wisst ihr auch. Da brauchst du aber selber dann erstmal so eine Mental Breakdown-Phase. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall positiv würde mir auch einfallen, dass Sarah, die ist so ein Mensch, die macht dir immer gute Laune. Ja. So, die kommt hier in mein Auto, macht Musik an, direkt gute Laune. Okay, so. Aber im Filterstand hatte ich auch nicht so gute Laune, muss man so machen. Ja, okay, da hatte ich dann aber auch keine gute Laune mehr. das ist so zu Ende. Auf jeden Fall, sonst halt freundlich, hilfsbereit so. Ja, das stimmt. Und hiermit ist der Anti-Mobbing-Kreis beendet. Dann wie nennt man das Selbsthilfegruppe? Ja, Selbsthilfegruppe. So. Leute, warum willkommen bei anonymen Alkoholikern. Eigentlich haben die ihre Modi da reingemischt. Ich sehe die ganze Zeit Geister. Ich hasse auf, ich sehe die ganze Zeit Geister, aber wir haben unsere Modi da. Warte mal ganz kurz. Oh Gott.
mich so geschlagen. Sieht ja auch die ganze Zeit geil. Ich dachte, da wäre was. Irgendwie da so. Das ist was? Alter, Sarah. Junge, das mein. Ja, kack dir deine Aufmerksamkeit so rein. Ich brauche gerade keine Aufmerksamkeit. Nein, gar nicht. Heute habe ich genug Aufmerksamkeit bekommen. Immerhin. Okay, wir machen jetzt schnell Fragerunde, okay? Jeder muss ganz schnell anrufen. Okay. Anrufen! Scheiße, das sind alles so voll die Dinger. Die Dinger? Die Dinger? Wie soll man mit einer Person umgehen, die Depression hat? Soll ich euch was sagen? Das meiste ist in eurem Alter. Oh. 13, 14 Jahre. Jetzt. Das ging mir genauso. Die Phase hatte ich auch. Das macht jedes Mädchen durch. Mit 12, 13 habt ihr keine Depression, sondern ihr entwickelt euch einfach und merkt, dass ihr langsam in die Pubertät kommt. Was auch was ganz Normales ist, das sind meistens nicht Depressionen. Das ist meistens nur Aufmerksamkeit und ihr werdet das mit 18, 19, 20 irgendwann auch ballern in eurem Kopf, dass eigentlich dumm war, sowas zu machen. Und so ist es, ich sag's euch, okay, vielleicht kann es auch wirklich Depression sein, aber in 98% der Fällen ist es wirklich so, dass es einfach Aufmerksamkeit ist oder wegen der Pubertät, weil ihr einfach in der Selbstfindungsphase seid. Kann ich aus eigenen Erfahrungen sprechen und auch aus Erfahrungen von vielen Freunden. Da hält ein Auto. Fertig. Das ist jetzt gruselig. Das unterschreibt man so, oder? Ich würde auch sagen, du hast schön. Okay, jetzt machen wir aber schnell Question. Ah, jemand hat gefragt, schwanger? Fragezeichen? Nö. Ja? Gibt's bei dir Cheat Days? Ja. Ich würde mal sagen, ja. Noch Fragen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Schule, Kindergarten? Ja. Eure Meinung zur Respektlosigkeit der heutigen Generation? Also ich habe mich mit 13 nicht getraut, an 18-Jährigen vorbeizulaufen, aber okay, die meisten. Ja. Seid ihr denn alle in einer Beziehung? Nope. No. Außer Nicole. Weiß heißt Liebe für euch, könnt ihr mich grüßen. Oh, viel zu anstrengend. Du kannst nach einer Beziehung mit besten Freunden wieder beste Freundschaft entstehen. Nein. Nein, viel zu Intimität war dabei. Wie kann man sein Selbstbewusstsein stärken? Oh, das ist eine schwere Frage. Ich hab's einfach, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es kommt aber auch drauf an, mit wem du so unterwegs bist. Umfeld, wie du dich selber weiterentwickelst. Ja, das stimmt auch. Und wie du dich siehst. Ja. Vieles ist immer so Mindfuck. Deswegen, das musst du halt einfach selber Mind. Fuck. Brainfuck. Ich hab verstanden. Fakt, weißt du, der Fakt. Mindset. Was haltet ihr von Fake Friends? Merkt man leider immer erst zu spät. Wahre Freundschaft findet aber immer wieder zusammen. Nee, Bauchgefühl ist immer als allererstes. Hast du ein Abi, Nicole? Bauchgefühl. Ja. Wo ist Nicole die Abi? Ich kann es irgendwie nicht sehen. Wie seht ihr euch alle in 10 Jahren? Also ich bin Mutter. Mit 10 Mutter. Katzen alleine. Ich bin Mutter von 5 Kindern. Was hilft gegen Pickel? Ist in der Pubertät leider normal, da kannst du machen. Ganz ehrlich, wenn du wirklich Pickel hast, hilft gar nichts. Ja. Du kannst zum Arzt gehen, dir irgendwelche Cremes geben, aber viel in der Pubertät. Viel trinken und gesunde Ernährung, also nicht die Scheiße. Das ist in der Pubertät auch so normal, oh mein Gott. Ja, stimmt. Ich muss ehrlich sagen, seitdem ich meine Pille nehme, ist zwar nicht mehr so, aber Pille ist, du tust ja so viele Hormone reinballern wie nochmal was, das eigentlich echt nicht gut ist. Weil ich fühlst bin dich wie ein Mess. Ich bin eigentlich auch gerade mehr gegen Pille, aber ich muss immer noch. Wie erkennt man einen Fuckboy? Indem man mit jedem fuckt. Da müssen wir ein 5-stündiges Video machen drüber. Hast du noch Müll bei dir? Ja, du bist immer noch hier. Ach, komm mal. Der ist so schlecht mittlerweile. Der war so lustig. Ich wette, voll viele haben gegrinst vor der Kamera. Wahrscheinlich. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Sarah, ihr ADHS kickt wieder ein bisschen. Nichts gegen ADHS-Menschen, bei Sarah ist es nur so ein bisschen. Ich kenne wirklich jemanden, der ADHS hat. Sarah, nicht schon wieder vom Thema abschweifen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock habt auf mehr Videos mit den zwei, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video am Sonntag 14 Uhr. Und bis dahin, shop that merch. See you soon. Goodbye. Ciao, ciao. Ich hab gedacht, das Video kommt am Sonntag online. Hier ist gerade morgen 14 Uhr. Ah, geil. Ich hab schon morgen viel zu tun.